echt, ich bin echt so nervös gerade eben, ne? Ja. Es geht einfach nicht. Also es ist halt Leon. Der ich weiß, Leon. Ich glaub an dich, weißt du? Der Leon freut sich bestimmt ganz toll, wenn er dich sieht und wenn er das Lied hört. Was ist denn da passiert? Irgendwas muss da doch richtig schief gelaufen sein. Am 24.03.2017 hat der gute Leon, der selbsternannte King of Prank, ein kleines kostenloses Konzert mit anschließender Signierstunde gegeben. Das ist eine ziemlich coole Sache. Leider war für manche Schaulustige die Musik nicht der einzige Grund für einen Satz heiße Ohren. Wie konnte es denn dazu kommen? Zunächst einmal, ja, wir haben einen Aufruf gemacht, Leon an diesem Tag zu pranken. Bevor jetzt aber Tatsachen verdreht werden, was wurde denn gesagt? Der Plan ist, dass möglichst viele zum guten Leon hingehen und sagen, hey, bist du nicht der von Nosferatu TV, der King of Pranks? Oder ihr geht hin und sagt, hey, du bist doch der. Entspannt. Ohne mich einer gewissen Verantwortung entziehen zu wollen, habe ich aber im Video, wie auch meinen öffentlichen Postings, immer wieder betont: Pass nur auf, dass es nicht zu asozial wird. Also kleine Neckereien ist okay, aber nicht super asozial werden. Am Ort des Geschehens jedoch gab es dann doch ein paar Leute, die ihrem Unmut gegenüber Leon auf offensive Weise Ausdruck verleihen wollten. Wie sich im Nachhinein rausstellte, hatten die auch nichts mit uns oder auch nur unserem Aufruf zu tun, sondern waren Eigeninitiativ gekommen, um Leon von der Qualität ostdeutscher Tomatenpflanzen zu überzeugen. Man kann ihn gar nicht verdenken, dass sie nicht so gut auf ihn zu sprechen waren. Nicht nur, dass Leon sich über eine Stunde verspätet hat, die Wartezeit wurde auch noch damit gefüllt, eine Playlist von Leons Liedern dreimal komplett durchlaufen zu lassen. Wer würde denn da nicht unentspannt werden? Okay, ich erzähle das jetzt hier wieder so und zünde dabei eine Flachsrakete nach der nächsten, aber ich finde es wirklich wichtig, noch einmal deutlich zu sagen, dass wir es weder cool noch witzig noch clever finden, einen Künstler, egal von welch fragwürdiger Natur, mit Tomaten zu bewerfen. Dazu habe ich nicht aufgerufen, das unterstütze ich nicht und wer unseren Hauptkanal Nosferatu TV kennt, weiß, dass wir nicht für solche stumpfe Pöbelei stehen. An alle Leon-Fanboys, die aufgrund von infantiler Aufmerksamkeitsspanne sowieso schon abgeschaltet haben, unser Hauptkanal heißt Nosterafurz. Da das nun vom Tisch ist, kann ich sagen, dass die Tomaten, die ich gesehen habe, winzig und alles andere als gefährlich waren. Das ist ihr Gehirn, Alter! Sie ist voll tot, Alter! Das ist alles Blut hier, alles Blut! Aber betrachten wir doch mal die professionelle Reaktion der Sicherheitsbeauftragten, aka Leons Kumpels. Hier sehen wir die Momente direkt nach dem Tomatenwurf. Zuerst wird ein Mädchen auf den Boden geworfen. What the hell? Der Typ ist hingeschubt, Alter! Dann einer der vermeintlichen Gemüseschützen angegangen. Ich sehe weder aggressives Verhalten noch Gegenwehr des Täters. Dann aber wendet sich die Aufmerksamkeit zu jemandem mit ein paar Rispentomaten in der Hand. Wie man sieht, verhält sich dieser extrem feindlich und offensiv. Leons Kameramann sieht das mit geschultem Auge quer durch den Raum und setzt direkt seine geheime Deeskalationstaktik ein. Ab diesem Punkt ist das Moshpit eröffnet. Ja, weißt du, das hat so richtig BÄM gemacht, verstehst du? BÄM! Und dann eine schöne Kombination. BÄM, weißt du? Richtig BÄM in die Fresse! Besonderes Augenmerk würde ich gerne auf die professionelle Arbeit hier im Bild legen. Zwei Sicherheitskräfte festigen den brandgefährlichen Minderjährigen an den Armen, während ihm ein Dritter in den Bauch tritt. BÄM! Ein Dritter, haha. Ausgezeichnete Performance sowie Dominanzdemonstration. Der Kollege wird so schnell keine tödlichen Gemüseprojektile mehr werfen. Als sein Freund ihn dann in einer ruhigen Sekunde aus dem Geschehen ziehen will, nehmen die Sicherheitsbeauftragten auch direkt wieder die Fährte auf. Er war schon tot. Er hat noch gezuckt. Man sollte meinen, jemand wie Leons Leute haben mehr Toleranz, wenn es darum geht, Leuten ans Bein zu pissen. Das Einzige, was ich selbst an diesem ereignisreichen Tag machen wollte, war dem King of Prank mein eigens für ihn geschriebenes Lied vorzutragen. Da es zur Eskalation kam, konnte ich das leider nicht mehr machen, denn keine Minute, nachdem die Tomatengefahr gebannt war, kam einer aus Leons Entourage auf mich zu und sagte, ich habe einen Aufruf auf YouTube gemacht und ich kann jetzt bitte gehen, ich habe Hausverbot. Als ich den netten Herrn fragte, wie er mir ein Hausverbot aussprechen wolle, ohne offizielle Vertreter eben jenen Hauses zu sein, beantwortete er mir dies mit einem liebevollen Griff in den Nacken. Weißt du, was das heißt? Ne? Bam. Da man munkelt, Gewalt sei die Sprache der Dummen, könnte es sein, dass wir hier einfach unüberwindbare linguale Mauern vorliegen hatten, also habe ich mich entschlossen, ohne Widerstand mit meiner Klampfe in der Hand das Gebäude zu verlassen. An der Ausgangstür wurde ich nochmal, kurz nachdem ich eine Handyaufnahme gestartet habe, mit einem netten Tritt in den Rücken verabschiedet. Und das ist dann auch der Punkt, an dem ich aufhöre, humoristisch süffisant über die ganzen Geschehnisse zu berichten. Was zur Hölle soll das? Ohne irgendwas gemacht zu haben, gehe ich ohne Gegenwehr oder Widerworte mit Gitarre in der Hand aus dem Gebäude und werde in den
Rücken getreten? Männlich, Kollege. Richtig coole Aktion. Zahlreiche Zeugenaussagen können das belegen. Also Leon und Anhang, überlegt euch, wie ihr von hier aus weiterverfahren wollt. Ich kann verstehen, dass man im Eifer des Gefechts eine Tomate nicht von einem Stein unterscheiden kann oder etwas noch Gefährlicherem. Und im Zweifel sollte man wohl dann auch vom Schlimmsten ausgehen und direkt handeln. Keine Frage. Absolut keine coole Aktion, Leute zu bewerfen. Und sicher gibt's keinen perfekten Weg, mit sowas umzugehen. Aber die Bilder zeigen leider einen Hauch zu viel Gewaltbereitschaft seitens deiner Profis, lieber Leon. Ich mache seit 8 Jahren Pranks auf YouTube und wer aushält, muss auch einstecken können. Also scheiß drauf, wenn ich mal was abbekomme. Eine Einstellung, von der du dir eventuell eine Scheibe abschneiden könntest. Aber was muss in einem kaputt sein, um jemanden, der friedlich weggeht, in den Rücken zu treten? Warum muss man zu viert auf einem übermütigen Minderjährigen rumprügeln, der keine Anzeichen von Ungehorsam gezeigt hat? Auch der Fakt, dass es bei weitem nicht die ersten Vorkommnisse in der Richtung waren, spricht für nichts Gutes und ich bin wirklich gespannt, was die anderen Leute, mit denen es schon ähnliche Konflikte gab, hiervon halten. Können wir, und das geht an alle dieser Auseinandersetzung, in den heutigen Zeiten nicht einfach cool miteinander sein und nicht immer direkt zu Gewalt und Hass als erste Reaktion greifen? Es ist fucking 2017. Oder aber man entschließt sich für Leons abschließende Message an seine präpubertäre Fangemeinde. Bevor ihr aber jetzt zu ausschweifenden Hass-Tiraden gegen Leon ausholt, die sowieso nichts bringen, sei unbedingt erwähnt, dass er selbst bei diesem Ereignis nicht wirklich was Schlimmes gemacht hat. Er sollte jedoch zumindest drüber nachdenken, seine Bluthunde etwas mehr an die Leine zu nehmen oder sie gar nicht erst auf eine Deutschlandtour mitzunehmen, wenn sie noch nicht einmal stubenrein sind.